Dank von Salzburg, vom Polizeikader, vom österreichischen Polizeikader Skibergsteigen. Und wir haben da unser jährliches Trainingslager im schönen Obergurgl. Wenn wir gestern hergekommen sind, war es relativ lang grün bei der Anfahrt. Aber wir haben dann am Nachmittag noch eine Erkundungstour unternommen. Und nach 100 Höhenmeter vom Parkplatz weg war plötzlich der Schnee da. Und dann sind wir da aufgekommen in das Gebiet. Und uns ist wirklich die Spucke weggeblieben, weil es waren so traumhafte Verhältnisse. Wir waren derart positiv überrascht. Sensationell. Ja, wir werden die nächsten Tage jetzt sicher da im Gebiet weiter trainieren. Es sind perfekte Verhältnisse für uns. Wettermäßig, glaube ich, sogar die Wochen auch traumhaft da. Und ich denke mal auch für die Skifahrer auf der Piste, ein Ski-Opening da herum steht quasi absolut nichts mehr im Wege. Viel Spaß! Heute stehen wir wieder da, Gott sei Dank, wie jedes Jahr, und können schon verkünden, dass wir unser Skigebiet, wie Gott sei Dank jedes Jahr, und heuer war es wirklich nicht leicht, Gott sei Dank am 15. November hier pünktlich eröffnen können. Und man muss sagen, wie auch die Polizisten schon im Vorfeld gesagt haben, wir können wirklich mit besten Bedingungen hier in der Höhe aufwarten. Also es hat wirklich, sagen wir mal, ab dem 2500 Meter, 2600 Meter hervorragend geschneit, und da sind auch unsere Hauptlifte und unsere Hauptpisten, und die können wir wirklich mit sensationellen steinfreien Pisten hier eröffnen. Ich glaube, dieses Jahr schaffen das wenige, aber wir Obergurgl Hochkogel haben es Gott sei Dank wieder zusammengebracht. Ja, unsere Teams haben wieder mal extremen Einsatz gezeigt und haben super gearbeitet. Das ist auch der Grund, warum wir, zwar die Talabfahrten können wir nicht öffnen, das wäre jetzt natürlich sehr gewagt, aber oben geht es, wie der Alan gesagt hat, super zum Skifahren. Wir haben als Zubringerbahn die Festkogelbahn und die Hochkogelbahn offen, damit man ins Skigebiet hinaufkommt. Oben gehen dann in Obergurgl die Blattdachbahn und der Gipfellift, und in Hochkogel geht Wohnkogel 1, Wohnkogel 2 und der Schermer. Wir haben eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, Bilder zeigen mehr als Worte. Und was dumm ist, wir gehen jetzt Skifahren. Hervorragend. Gut, packt uns an. Kommt vorbei. Jawohl.